Leute, es ist wieder soweit. Frische Hotfixes in WoW The War Within. Und diesmal haben die Entwickler ordentlich an den Tiefen und Klassen geschraubt. Also schnallt euch an, denn es gibt einiges zu besprechen. Buffs für schwere Truhen, Klassenanpassungen, natürlich ein paar fiese Bugs, die endlich Geschichte sind. Lasst uns aber jetzt direkt reinspringen. Fangen wir mit dem Highlight an, die Tiefen. Wer bisher dachte, dass die schweren Truhen auf den höheren Stufen den Aufwand nicht wert sind, kann jetzt aufatmen. In Tiefe 6 gibt's jetzt statt nur einem Reagenz direkt bis zu 2. In Tiefe 7 sogar bis zu 3 und ab Tiefe 8 habt ihr ebenfalls die Chance auf 2 bis 3 Reagenzien. Endlich lohnt sich der Grind wieder, Leute. Jetzt einen kurzen Shoutout an unsere Allianzmagier. Ihr dürft endlich wieder Mooswolle-Schäfchen machen. Der Foliant der Verwandlung Mooswolle funktioniert jetzt wie vorgesehen und ihr könnt die Gegner in süße Schäfchen verwandeln. Also raus mit dem Zauberstab und lasst das Chaos beginnen. Und dann natürlich die Hexenmeister. Ihr hattet richtig Stress mit dem Questboss Lord Bannerhollow, oder? Keine Sorge, der Typ wurde endlich genervt. Weniger HP, weniger Rüstung und weniger Schaden. Das sollte die Quest, wenn die Rache grün brennt, deutlich angenehmer machen. Zeit, diesen Dämon in die Schranken zu weisen. Für die Dungeon-Freunde unter euch, wer im Steingewölbe Probleme mit der Tür zum Meistermaschinisten hatte, kann jetzt durchatmen. Dieser nervige Bug wurde gefixt, aber jetzt bleibt die Tür zu, bis ihr ready seid. Außerdem gab es noch einen kleinen Fix in Nachtsturz, wo fliehende Gegner nicht korrekt gezählt wurden. Alles geregelt. Das war der Hotfix vom 1. Oktober 2024. Was haltet ihr von den Anpassungen? Und welche Klasse spielt ihr gerade am liebsten? Droppt es unten in die Kommentare und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich meine, wer hätte gedacht, dass wir mal so sehr über Reagenzen in den Truhen abgehen. Aber hey, Loot ist Loot.